So, Freunde, weiter geht's hier. Ich nehme jetzt noch mal schnell eine Folge auf für morgen, dass ich morgen auch was zu schauen habe. Ja, und zwar ging es in der letzten Folge noch mal darum, Bahnübergang oder Brücke. Wir haben uns für die Brücke entschieden, für den Bahnübergang entschieden. Dementsprechend machen wir das auch, obwohl mir eigentlich eine Brücke lieber gewesen wäre. Ja, wie das Ganze aus gesehen hätte mit Brücke, seht ihr jetzt. So, ja, hier habt ihr das Bild jetzt gesehen. Und ja, so hätte es halt ungefähr mit Brücke ausgesehen mit den Stelzen und so. Aber gut, ja. Dann bauen wir mal weiter hier an der Straße und nageln mal den Bahnübergang dementsprechend hier zusammen. Ja, das ist jetzt, was brauche ich denn jetzt da? Gehweg rechts und zwar die Landstraße von MP1 mit Mittellinie. Genau, sowas in der Art. Genau. Und das Ganze dann mal mit Gehweg links. Mal sehen, wie ich das jetzt genau mache. Passt, ja. Aber das erste Stück sollte ich ohne Mittellinie machen. Mittellinie, ohne Mittellinie, Gehweg links. Genau. Das kürze ich jetzt mal auf 40. Ein bisschen was geht noch, 45 und sowas. So, ja, in der letzten Folge war noch ein bisschen durcheinander. Ich habe ja gesagt, am 3. September, ich begrüße euch zurück am 3. September, weil die Folge eigentlich schon irgendwann vorher aufgenommen wurde. Dementsprechend war ja jetzt noch die kurze Pause dazwischen, wegen dem Laptop. Aber auch egal, auf jeden Fall geht es ja jetzt endlich weiter und. Ja, dementsprechend werden wir mal schauen, wie es jetzt hier so weitergeht. Auf jeden Fall, jetzt muss ich hier noch eine Straße tauschen. Also, dass ich bei der da vorne Gehweg links und rechts habe, möchte ich schon. Weil sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Mit Mittellinie Gehweg links, rechts. Ah, nicht die Baumolli. So, genau. Und das Ganze, okay, das wird jetzt ein bisschen mehr Arbeit hier. Aber gut, muss ich jetzt mal kurz durch. Die ist auch kurz hier. So sind die alle kurz jetzt hier. Ja, das zum Verdecken habe ich noch nicht. Keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Aber das können wir ja ziemlich am Schluss der Anlage machen. Also das konnte ich noch ein bisschen ziehen. Ja, ich versuche jetzt mal jeden dritten Tag eine Folge rauszubringen, wie ich es schaffe. Heute war dann offiziell erster Schultag und ja, es war recht nett, neuer Lehrer. 15 neue Schüler aus einem anderen Ort, sonst war eigentlich alles ziemlich gleich. Ertragbarer neuer Stundenplan und ja, das Übliche halt. So, das sind jetzt gar nicht mehr so viele hier. Ist jetzt gerade ein bisschen langweilig für euch, aber ich muss das jetzt mal schnell machen, weil ich mag solche
halbfertigen Sachen nicht. Also ich mag es mehr einheitlich. Und eigentlich muss alles ziemlich gleich ausschauen bei mir. Ja, der Turm da hinten, der muss dann auch noch weg, weil der hat keinen Sinn. So. Dann geht's weiter mit Mittellinie. Gehweg links. So. Das passt sogar. Ja, recht gut jetzt hier von der Länge. Da mache ich dann noch so einen Seitenstreifen in die Kurve. Und dann hat sich das. So, wie mache ich das jetzt? Ich muss da über die ganzen Gleise drüber, direkt über die Gleisverzweigungen. Ich muss jetzt mal schauen, wie das am besten ist. Okay, ich muss auf jeden Fall mal höher. Das teste ich jetzt mal, wie hoch ich da muss. Standard ist 10, ich glaube, ich nehme jetzt mal 23. War das nicht eben so? Genau, 23, das passt sogar. Dann machen wir 23. Der ist am Anfang 10. Ja, dann macht man hier einfach, das kürze ich jetzt mal noch auf 30. Und jetzt muss ich mal schauen, wie das hier mit dem Berg hingeht. Muss ich da jetzt in die Linkskurve oder einfach so bleiben? Ja, ich sollte schon in die Linkskurve gehen, wäre optimaler. Genau. Ich muss jetzt nicht genau auf den angepassten Weg hinkommen, aber weil ich kann ja da auch einen neuen machen. Also der, was am Berg hochgeht, das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich möchte schon, dass das gerade hochgeht und nicht mit hunderttausenden Kurven. Ja, dementsprechend machen wir das jetzt auch mal ein bisschen sorgfältiger. Ja, passt jetzt schon. Und das erhöhe ich jetzt mal auf 19. Das nächste dann auf 24. Und dann auf Länge 60, sowas in der Art. Ja, halt, das muss ich anders machen. Das ist ja sonst von der Höhe her nicht passt. 30. Genau. Da kann ich auch noch einen kleinen Winkel reintun. Jetzt ist es ziemlich gerade. Und 24. 24, 24. Es geht jetzt ohne Winkel weiter. Und das Ganze wird jetzt nicht so lang. Genau so. Und dann wieder auf 19 mit der Länge. Also wie gesagt, ich möchte das einheitlich. Mit der Länge 30 geht es wieder auf 19 und dann geht es mit der Länge. Nochmal mit der Länge 30 wieder von 19, nicht 16, der Länge 30 von 19 auf 10. Ja, dementsprechend sieht das Ganze jetzt aus wie ein Bahnübergang. Nur der Weg ist vielleicht ein bisschen doof. Im Gras, wenn ich das ohne Weg machen würde, und ohne Gras wäre es vielleicht besser. Ja, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, bitte. Und zwar soll ich es entweder so lassen mit Weg und Gras, oder soll ich es am Übergang so machen, warte mal, mit Mittellinie ohne Gehweg, oder soll ich es nicht so, ein bisschen kahler das Ganze, ohne Gras ran, so wird es ein bisschen besser ausschauen. Das Ganze hier so tauschen,
Aber dann habe ich jetzt den ganzen Gehweg hier umsonst gemacht. Dann würde das Ganze so ausschauen. Und dann würde aber hier dementsprechend auch der Gehweg wieder wegkommen. Aber wenn kein Gehweg zum Schloss hochführt, sondern nur eine Straße, ist auch ein bisschen doof, ne? Ja, schreibt mir das mal in die Kommentare bitte. Soll es so sein? Oder wie gerade vorhin? Also mir wird es persönlich besser gefallen, wie es vorher war. Also sprich so, ne? Also mir wird es so besser gefallen. Wenn aber euch die andere Möglichkeit besser gefällt, ja, schreibt mir das mal in die Kommentare bitte, wie ich das machen soll. Und dann werden wir dann schon eine Lösung finden. So, dann gehe ich einfach mal in die Steigung jetzt. Passe ich die Straße einfach mal ein bisschen an von oben, dass ich eine Verbindung bauen kann. Ich glaube aber, dass so eine Straße mit Gehweg hier oben auch generell dumm kommt. Gut, nach oben muss ja nicht mehr unbedingt ein Gehweg gehen, also wenn hier die Straße so endet und dann in so einen Schotterweg übergeht, ist das auch kein Problem. Das kurz mal anpassen hier. Also mit der Brücke wäre halt das jetzt leichter gewesen, weil wenn man hier so quer über den ganzen Berg hier jetzt auf Stelzen eine Brücke, dann bräuchte man die Rampe gar nicht. Über die Gleise drüber, quer am Dorf vorbei, vielleicht vom Dorf eine Zufahrtsstraße und dann ab geht's. Aber gut, ja, so ist auch eine gute Möglichkeit. Also mir gefällt es auch so. Ja, ich baue jetzt einfach die Straße mal so, wenn ich sie dann spät. Also hier oben muss kein Gehweg mehr sein, das sieht dumm aus. Oder? Ja, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Hier oben mit Gehweg oder ohne Gehweg. Auf jeden Fall endet die Straße hier. Könnt ihr natürlich auch noch einen Kreisverkehr rum ums Haus machen. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, wie ich das genau machen soll. Und ich mache jetzt hier mal eine Straßenverbindung noch. Leislinge schließen bitte. So, genau. So soll das Ganze gehen, das passt recht gut. Die Steigung ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch. Na ja, gut. Ja, da kommt ein Auto schon rauf. Oder vielleicht auch nicht. Ach, keine Ahnung, es wird schon passen. Wissen die ja hier nicht in der realen Welt. Das sieht auf jeden Fall nicht allzu schlecht aus. Ja, ich reiß das jetzt trotzdem nochmal weg. Baue es nochmal hin. Dass ich nicht mehr extra markieren muss. Und dann Gelände anpassen. So, das wird jetzt wieder natürlich nicht original, optimal sein, wie ich das schon vermutet habe. Das mache ich jetzt noch ein bisschen anders.
erst nochmal glätten das Ganze. Und dann erst die Steigung bauen. Weil sonst wird das am Ende ein bisschen schwierig. Ja, hier kein Loch buddeln würde. Dankeschön. Ja, die Straße passt jetzt natürlich wieder nicht mehr zum Weg dazu. Gut, mit einer Brücke hätten wir jetzt auch nicht so eine enorme Steigung gehabt, aber ist jetzt eine Straße, also ein Bahnübergang kommt aus. Ja. Gut, dann das Ganze nochmal trotzdem markieren hier und anpassen. Genau passt eh nicht, muss ich eh noch nachhelfen, aber so grob. Wie zum Beispiel hier, ganz oben. Oh, gut, geht eigentlich. Genau. Das Ganze kleiner machen wir jetzt. Das ist jetzt ein bisschen doof hier. Na, so passt es doch. So. Schwebt auch nichts in der Luft. Dann ist das so okay. So, ja, das hier muss noch gut angepasst werden hier. Also die Ränder gefällt mir nämlich überhaupt nicht. So eckig und so kantig. Das geht ja recht gut jetzt hier. So. Ja. Gut. Mal kurz zwischenspeichern. Und dann jage ich da einfach mal noch ein Auto hoch. Und dann soll es das auch wieder gewesen sein für diese Folge. Die nächste kommt dann in 3 Tagen voraussichtlich. Wenn alles glatt läuft. Ein Bus wird nicht hochkommen, denke ich mal. Obwohl hier sogar ein Bus hochfahren sollte zu einem Schloss. Eventuell. Ich fahre jetzt mit dem einfach mal mit. Mit der Linie 42. Also der Bus packt die Linie scheinbar nicht. Da oben ist auch noch ein Fehler, habe ich gerade gesehen. Ja, die Steigung ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben hier. Gut, das, oh, okay, die Straße schwebt ja förmig in der Luft. Die Frage ist nur, wieso das nicht richtig angepasst wird. Gut, aber so im Großen und Ganzen passt es eigentlich so. Sieht auch das eigentlich nicht, dass die Straße schwebt. Da kann man ja eigentlich auch noch Stelzen hinbauen dann. Das ist nicht das Problem, weil das jetzt alles anzupassen. Ich glaube, das würde Massenarbeit werden und da wird das ja, mit Stelzen schneller gehen. Ja, der Bus fährt jetzt noch ins Dorf, keine Ahnung wo genau hin. Hier steht übrigens unter Intercity. Und ja, für diese Folge soll es das auch dann soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich von euch und sage bis zum nächsten Mal. Und dann soweit, gutes Bauen und Glück. Ja, tschüss, Kowski.